guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin schon eine Weile wach. Wir waren auch schon fleißig. Wir haben geputzt, haben das Zimmer aufgeräumt, Frühstück ist gegessen. Wir waren jetzt gerade noch einkaufen und ich dachte, ich sage euch einfach nochmal ganz kurz meinen Einkauf. Und zwar habe ich mir einmal Schinken gekauft, einmal Schmand. Ich will nämlich Pfannkuchen machen mit diesen Weizen-Tortillas. Das habe ich bei Hanna gesehen, falls ihr sie auf YouTube nicht kennt. Hanna Marie heißt sie und die hat ein Food-Diary hochgeladen und das war so eine Pfannkuchen-Alternative. Fand ich mega nice. Dann eine Paprika, zwei Champignons, eine Gurke, Zucchini, Ofenkäse, den will ich mir heute wieder zum Mittag machen. Ich habe nämlich noch Brötchen übrig. Dann dachte ich, ich esse mal wieder seit langem Pumpernickel anstatt mein normales Brot. Und außerdem auch noch Tiefkühlhimbeeren. Zum Mittag habe ich mir jetzt mal wieder Ofenkäse gemacht, jetzt hier einfach noch ein Brötchen dazu. Und ich gucke Gossip Girl wie immer. Und ich weiß, aber Ofenkäse mag ich momentan wieder richtig gern. Deswegen esse ich es jetzt auch schon gefühlt das dritte Mal diesen Monat. Leonie und ich sind fertig gemacht. Wir gehen jetzt nämlich in die Mall, wollen ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen und wir brauchen noch was für die Uni. Es ist einfach richtig schönes Wetter, seht ihr das? Es ist einfach blauer Himmel. Voll schön. Aber nachher sind auch noch Ringe. Deswegen haben wir extra einen Regenschirm mit. Und da heute Montagvormittag ist, denke ich mal, es wird auch nicht so voll. So, wir sind gerade noch kurz bei der Post, weil Leonie noch ein Paket abgeben muss. Und an sich waren wir jetzt noch nicht so. Und an sich sind wir noch nicht so finnig geworden, aber durch die Mall gelaufen, aber irgendwie hat uns nichts so richtig angesprochen und das, was Leonie wollte, da an ihrer Levi's Jeans, gab es nicht. Und deswegen fahren wir jetzt noch zum Galeria und dann gehen wir sowieso noch zum Alex und dann noch TK Maxx und all sowas, damit wir noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen können. Endlich einen Reißverschluss gefunden, den braucht man nämlich für die Uni und seit Wochen haben wir es nicht geschafft, einen zu kaufen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. 3 Euro ist mega günstig. Ich habe mir jetzt tatsächlich gerade eine Kleinigkeit bei Sephora geholt. Zeige ich euch nachher als kleine Belohnung, dass ich meinen Führerschein bestanden habe letzte Woche. Ja, deswegen musste einmal sein, auch wenn ich sparen muss. Jetzt bin ich mit dem Max. Gucken, was wir so finden. So, ihr seht, wir sind wieder zu Hause. Ja, Leonie war erfolgreich. Ich hatte so eine Sache, die ich aber auch unbedingt brauchte. Ansonsten eine Kleinigkeit für mich, die zeige ich euch ja später. Jetzt mache ich mir kurz was zu essen und zwar einen kleinen Snack. Ich erhitze mir hier gerade Milch und mache mir dann hier diesen Milchbrei. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß, es ist für Babys, aber ich finde den richtig geil. Und dazu einfach noch ein bisschen Apfelmus und dann natürlich auch Zimt, bevor ich dann nachher noch richtig Armbrot esse. Ich bin jetzt gerade dabei, mir Armbrot zu machen, wie ihr seht. Und zwar habe ich heute Mittag schon erzählt, dass ich mir so eine Art Flammkuchen heute mache, aber halt auf Grundlage von Wraps, also Weizen-Tortillas. Genau, das habe ich bei einer YouTuberin im Video gesehen. Deswegen dachte ich, ich mache das jetzt einfach mal nach. Und ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wie es schmeckt. Ich habe jetzt einfach hier als Grundlage halt Schmand drauf. Und dann einfach Zwiebeln und Speck, so wie die eigentlich die klassische Flammkuchen-Variante ist. Also, den Geschmackstest hat es auf jeden Fall bestanden. Es ist sehr lecker. Ich habe mir jetzt auch noch ein zweites gemacht. Mal gucken, ob ich mir vielleicht sogar noch ein drittes mache. Und wie immer gucke ich dabei natürlich Gossip Girl. Ich bin bereits bei Hanna, wie ihr sehen könnt, und spiele hier mit dem kleinen Fratz. Hanna und ich machen nämlich gleich Bilder. Und dann geht es zu einem super coolen Event, worauf ich mich schon sehr freue. Lass das. Ach man, der kleine Fischemann. Es ist übrigens arschkalt draußen, aber richtig schön. Das ist der einzige sonnige Tag diese Woche. Ich darf ihn nicht beißen. Hör auf. Bisschen hyperaktiv heute Morgen. Mhm. Henry, bist du ein bisschen süß? So, wir tragen jetzt unsere Outfits. Ich bin sehr gespannt. Das sind 36 und alles voll eng. Also die Hose ist relativ gut eng. Aber eigentlich passt ganz gut für das Oberteil. Seht ihr das? Das ist hier unten ein bisschen weit. Aber jetzt bin ich jetzt voll gespannt. Mache ich jetzt Power-Yoga mit Gewichten. Und wir haben sogar noch eine Flasche und die ist sogar aufgefüllt. Mal gucken. Bist du excited, Hannah? Ich bin sehr excited.
So, wir sind fertig. Ich kann tatsächlich jetzt nicht filmen, aber wir sind wirklich fertig. Ich bin mal sieht man mir jetzt nicht ganz so an. Ich bin so rot. Ich habe auch ein Gewicht. So, Hannah. Hi. Erzähl doch mal, wie fandest du es so? Also, ich weiß gar nicht, wie viel Yoga-Klasse ich schon gemacht habe. Bestimmt schon 10, 15. Ich halt gar nicht. Und die war schon anstrengend. Also, na, ich war jetzt auch 3 Wochen krank und die Gewichte habe ich sowieso nicht benutzt. Aber es war schon. Ich fand es zwar gut. Ja. Also zwischendurch war ich auch so, wie du gesagt hast, du hast es echt nicht so viel. Das ging es mir auch. Also, ich war so, also es war so ein bisschen mehr Hatha-Yoga. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Wir hatten hier so 1 Kilo halt und 1,5. Und ich habe mit 1,5 angefangen, bin ich irgendwann zu 1 übergegangen und dann so, jo, nee. Ich habe überhaupt kein Gleichgewicht. Ich bin die ganze Zeit nee. Mit den Gewichten. Ich auch, ich dachte so, morgen. Nicht. Vor allem, als ich dann hier den dreibeinigen Tiger, ob wir immer das sein, ich dachte, ich werde nicht mehr, ne? Krieger 3 meinst du? Ja, genau. Oder dreibeiniger Hund, ich weiß nicht. Nee, den Krieger 3 meine ich. Ja, it was intense. Aber es war gut, wir können jetzt die Anlage benutzen, deswegen mal gucken, was wir alles noch so machen. So, wir sind zurück bei Hannah, wir waren noch im Whirlpool und kurz in der finnischen Sauna. War sehr, sehr geil und mir ist immer noch so warm und natürlich gibt es jetzt erstmal Kinderriegel, ne? Weil bis auf ein Vanillekipferl habe ich heute noch nichts gegessen. Und wir gehen tatsächlich auch gleich essen. Ich freue mich, wir nehmen Henry mit. Jetzt noch kurz bei Hannah. Schön kurz, Hannah muss noch Haare füllen und sowas. Ich habe meine Haare Gott sei Dank nicht nass gemacht und ja. Leute, das war so entspannt einfach. Also Power-Yoga war echt anstrengend. Und sagen wir so, hätte ich auch Sport schon noch mitgehabt, dann hätte ich da jetzt auch noch trainiert, weil es einfach so geil aus. Da drin darf man leider keine Bilder machen und all sowas. Aber boah, nächstes Mal, ne, wenn ich dabei sein sollte, dann mache ich das auf jeden Fall. Das ist mega nice. So, ich habe mich noch kurz umgezogen. Ich trage jetzt einfach so einen weißen Pullover von Calvin. Der ist von Hannah. Damit wir auch ein paar Bilder machen können, deswegen durfte ich mir den ausleihen. Und jetzt gehen wir erstmal was essen. Haaren. Ich bin nämlich auch schon eine ganze Weile zu Hause und ich muss ehrlich sagen, ich habe halt nichts gemacht, also wirklich nichts. Ich lag halt nur im Bett, hab Gossip Girl geguckt und das war's eigentlich. Also nicht so geil, aber naja, ich habe jetzt auf jeden Fall auch Armutszungen, deswegen werde ich mir jetzt was zu essen machen. Und da ich jetzt hier noch alles offen habe von gestern, also den Schmand und den Speck und all sowas, dachte ich einfach, ich mache das jetzt nochmal. Da wird nämlich auch nichts schlecht. Und ich habe da eh gerade Bock drauf, weil es ist ja halbwegs warm, wenn man es so sehen kann. Und ich habe halt keinen Bock mehr richtig was zu kochen. Deswegen mache ich das jetzt einfach und das wird dann mein Abendbrot für heute. Dinner ist served und ich habe jetzt mir auch noch einen zweiten gemacht, der ist noch im Ofen. Und dazu gucke ich A Christmas Prince und dann mit dem The Royal Baby, ist ja der neue Teil. Und da habe ich noch nicht geguckt. So, Friends, ich werde jetzt diesen Vlog beenden, denn tatsächlich muss ich ihn nur noch bearbeiten. Und dann geht es für mich auch schon ins Bett. Es ist nämlich schon spät. Deswegen, ich hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und genau, wenn ihr die restlichen Vlogmas-Vlogs noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich sie euch hier einmal. Und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Angucken.